Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill. Fängt ja schon mal gut an mit dem Räuspern. Wir sind im Pianoraum, da wollten wir das Rätsel des Pianos lösen. Und das ging, oder geht natürlich hier über diese Tafel, über das Rätsel, was wir hier schon zusammen gelesen haben. Aber ich lese es nochmal vor: Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Zuerst flog der gierige Pelikan erpicht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Daran kann man dann ein bisschen ablesen, dass es um weiße und schwarze Tasten des Klavieres geht. Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan, so weit wie sie konnte. Ein Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube, einfach um zu zeigen, dass er es kann. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden, gleich beim anderen Vogel. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt, erst gähnt und dann einnickt. Wer wird den Weg zeigen? Bla 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 so. Und nun ist es so, ich hatte mir halt ja bei dieser Ursprungsaufnahme damals Notizen gemacht gehabt, die habe ich mir jetzt gerade noch mal wiedergenommen. Gut, dass ich sie nicht weggeschmissen habe. Und nun ist es so, dass einige Tasten hier einen Ton haben, wie diese hier zum Beispiel oder die. Einige andere Tasten haben aber ein Klickgeräusch, wie diese. Und jetzt muss man halt die Tasten betätigen, die nur ein stilles Geräusch haben. Wir wollen ja sozusagen das Piano knacken und da interessieren uns die Töne in dem Fall nicht. Wir wollen ja hier kein Liedchen spielen, sondern wir wollen die Mondmedaille haben. Und also falls sie da drinne steckt, aber man kann es sich ja quasi denken, da wir gerade die Goldmedaille zuletzt gefunden hatten, also für diese Sonnenform. Und da fehlte noch einen für den Mond. Und wo sonst als hier sollte man sie herkriegen? So, dann kommt erstmal der gierige Pelikan und das beginnt mit dieser weißen Taste, denn es ist die erste weiße Taste. Und dann kommt eine stille Taube, also es ist wieder weiß und flog, soweit sie konnte, ne, weg vom Pelikan oder wie auch immer. Und soweit es geht, ist halt hier. Schwarze Taste, weil höher als die Taube. Also die Taube ist irgendwo hier, ne? Nee, Quatsch, hier, die haben wir ja gerade weggeflogen. Hier ist die Taube hingeflogen und da wäre dann die andere, was höher als die Taube ist oder wie auch immer. Man muss es halt irgendwie übersetzen, den Text. Ich hatte mir halt Stichworte gemacht und dann kommt eine weiße Taste an einer friedlichen Stelle gleich bei einem anderen Vogel. Und beim anderen Vogel wäre dann halt direkt hier, ja. Und dann kommt eine schwarze Taste für diese Krähe, die sich hinsetzt, bla bla bla. Scheiße, jetzt habe ich mich vertan, das wäre die gewesen. Super, jetzt kann ich das nochmal machen. Ja, ist jetzt so ein bisschen flapsig übersetzt hier, was ich hier mache, aber der Text ist ja auch, ne? So, ein gieriger Pelikan. Kommt die Taube, die fliegt voll weit weg oder so. Die stille Taube, genau. Dann kommt ein Vogel, setzt sich höher als die Taube hin. Dann kommt eine friedliche Stelle gleich beim anderen Vogel. Hier direkt neben die Taube und dann kommt die Krähe oder Rabe oder was das war und setzt sich an eine friedliche Stelle, erst kurz, dann lang, dann wie Papi-Papo. So. Ta-ta-ta-ta! Das ist jetzt total cool und kam total super rüber. Ja, sehr professionell vor allem, aber hat funktioniert und ich hätte es natürlich nicht so schnell gewusst, wenn ich das nicht einen halben Part lang in der Originalversion ausprobiert hätte. Jedenfalls haben wir jetzt das Silbermedaillon und das passt höchstwahrscheinlich ja wohl. Ich nehme mal hier kurz das Rohr, falls da gleich wieder was anderes kommt. So. Höchstwahrscheinlich in diese Mondform rein. Wo bin ich jetzt nochmal? Komme ich am schnellsten hier wieder zurück? Ah, hier ist okay. So, dann lauf mal schnell runter. Das ist, ja, also ich hatte eine ganze Weile gebraucht, um den Text zu übersetzen. Ich habe das eigentlich relativ schnell auch hinbekommen gehabt damals.
Ich hatte damals nur das Problem, dass ich, als dieser Text kam mit, dass der Vogel so weit wegfliegt und blablu, da habe ich dann immer die weiße Taste davor aus Versehen genommen, statt die rechte daneben und dachte mal, hä, was mache ich falsch? Aber hat dann doch geklappt. So, das war jetzt ein bisschen zu weit. Bin ich hier richtig? Ja. Oh. Hallo. Oh, 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 oh. Nein. Nein. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ach, da ich kaum was sehe, kannst du mal drauf treten? Oh, jetzt tritt drauf. Okay, der andere war schon tot, weil ich da genug drauf geschossen habe. Ja, es ist immer so blöd, dass die hier auf einmal wieder doch auftauchen, obwohl man die halt schon erledigt hatte. Aber das gehört halt dazu. So, setzen wir das Ding mal ein. Mach mal. Ach so, ja, ich muss es ja extra auswählen. So. So. Ein silberner Mond. Jawohl. Die Turmtür ist abgeschlossen. Die Zeiger sind auf 5 Uhr stehen geblieben. So, das klingt jetzt hier voll heftig. Und ich wusste das letzte Mal auch nicht weiter. Ich weiß jetzt aber, was ich zu tun habe. Und warte mal, dafür gehe ich. Gehe ich dann wieder darüber oder da? Ich muss auf jeden Fall nach unten. Ja, dann muss ich hier komplett wieder rüberlaufen. Hier runter, denn ich soll wieder in den Keller und wieder den Schalter drücken. Das wusste ich nicht. Da musste ich tatsächlich beim letzten Mal mal. Das war aber am Ende des Parts dann schon weg, reingucken, woanders, weil ich nicht mehr wusste, was soll ich jetzt machen. Ich glaube aber, ich glaube, dass ich hier den Schalter nochmal drücken soll. Irgendwas hat sich getan. Was hat sich jetzt hier getan? Nö, das nicht. Aber vielleicht ist nämlich jetzt genau, deswegen bin ich hier runtergelaufen, weil ich hoffe, dass die Turmtür jetzt offen ist. Ich hoffe es. Wäre gut. Hallo? Oh, ich habe ein bisschen Angst, weil die Musik da draußen auf einmal voll schlimm jetzt geworden ist. Und ab hier spiele ich jetzt quasi wieder so, naja, nicht blind, aber ne, ihr wisst schon, ist halt lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Erinnere mich, wie gesagt, nicht mehr so gut. Und muss jetzt, glaube ich. Ja, wo muss ich rüber? Ich glaube hier. Genau. Oder? Uch, wo bin ich denn jetzt? Ich verlaufe mich hier immer noch. Ach, jetzt bin ich ja total doof gelaufen. Aber ich kann ja auch hier rüber. Genau. Bin ich doch auch auf dem Hof, nur auf der anderen Seite. Oh, die Musik ist so schlimm. Ist es jetzt offen? Wehe, wenn nicht. Okay. Ja, es ist jetzt wieder alles neu für mich. Weiter hatte ich damals nicht aufgenommen. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, jetzt. Scheiße. Man hört die Sirene. Oh oh. Was liegt hier alles? Was ist denn das? Hallo? Where am I?
Have I been here before? I don't remember this being here before. Hallo? Okay. Das ist nicht gut. Wir sind angeblich nirgendwo bisher gewesen. Dann, ja. Yay. Oh oh. Oh oh. Nein, 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 nein. Shit. Okay, das sieht nicht gut aus. Wir sind hier angeblich noch nicht gewesen und alles sieht jetzt mega modrig und eklig aus und überhaupt. Und ich überlege gerade, was ich am besten mache, weil ich eigentlich speichern will. Das hätte ich mal vorher tun sollen, ganz ehrlich. Ich doofe. Na gut, dann laufe ich nochmal hier raus. Lauf mal rüber hier über dieses gruselige Zeichen. Geh mal da rein. Toll, abgeschlossen. Ja, super. Sind denn hier wenigstens irgendwelche Sachen jetzt? Oh Gott, diese schaurige Musik auch noch. Schrecklich. Noch einer? Was sind denn das für Viecher? Okay. Alle tot. Es ist irgendwie voll der lange Flur, aber ich weiß nicht, wo sind wir hier? Ach, wir sind jetzt hier in dieser Halle. Okay. Ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert hier. Ich habe ein bisschen Schiss. Wir können aber anscheinend hier durch diese andere Tür. Sehe ich das richtig? Ja, war ich jetzt hier noch nicht? Oder? Nein, hier war ich noch nicht. Dann gehen wir mal in den Klassenraum. Ein blutiger Schrank. Geil. Alles voll blutig, modrig, überhaupt nicht angsteinflößend, nein. Oh, hab ich mich erschrocken hier. Was liegt denn hier rum? Karten sind überall verstreut. Aha. Warum ist die eine gelb und die anderen nicht? Da, eine Karte mit Bild. Ja, die nehme ich mit. Also, es war doch was Besonderes. Was sind das für Stühle? Warum ist hier alles so blutig? Es ist alles so furchtbar in Silent Hill. Ja, das ist toll. Dann gehe ich jetzt mal da rein. Das war klar? Jawohl, das habe ich mir fast gedacht. Langsam kriege ich ein Problem bestimmt. Ja, ich kriege ein Problem. Hallo, könnt ihr mich mal wollt ihr mich verarschen? Drei Stück. Drei Stück? Hallo? Nein? Hallo? Lasst mich los. Nein, das gibt's ja wohl nicht. Echt? Ich will hier weg. Scheiße. Kann ich mal speichern irgendwie, oder? Menno. Menno, das war jetzt echt Menno. Also, was mache ich jetzt? Ich gehe da vorne mal rechts, würde ich sagen. Ich drehe mich mal um. Mhm.
Na Gott sei Dank. Aber da kommt noch einer. Ja, da ist noch einer. Mann, warum brauche ich denn so viele Schuss? Wenn das hier so weitergeht, ist meine Muni aber ganz schnell wieder alle. Speichern wäre nicht schlecht und heilen wäre auch nicht schlecht, merke ich gerade. Puh. Das geht aber echt hier an die Substanz, muss ich sagen. Okay, ich würde gerne irgendwie hier speichern können. Ursprünglich war das eigentlich mal hier. Da drinne. Geht das jetzt wieder? Ja, hey, man darf sogar wieder speichern in dem Raum. Nur sieht alles komplett anders aus. Was ist hier los? Ich weiß natürlich, was los ist, aber... Tonikum, ja! Oh, ich krieg genau wieder gute Sachen. Das finde ich ja toll. Okay. Jetzt müssen wir nur noch Munition finden. Vielleicht sollte ich mich auch mal umgucken. Da sind nämlich irgendwelche Dinger hinter den Gittern. Ey, das ist so abartig hier. Das ist so... Silent Hill halt. Gut, dann speichere ich jetzt mal. Ich denke, das ist eine nicht so schlechte Idee. Okay. Goodie. Dann geh mal wieder raus. Ja. Schön. Schön, schön, schön. Kann ich von der anderen Seite jetzt hier aufschließen? Super. Aufgeschlossen, das ist schon mal was. Genau, ich wollte nach links noch rein in diese Geschichte hier. Hallo? Hallo, Pistolenmunition. Ja, finde ich gut. Okay, was haben wir hier? Was? Ist das eine Tür? Wenn es eine ist, dann gibt es jedenfalls kein Schlüsselloch und keinen Türknauf. Wenn ich drücke, bewegt sie sich ein bisschen, geht aber überhaupt nicht auf. Was ist das? In der Mitte der Tür ist ein horizontaler Schlitz. Wozu dient er? Ehrlich gesagt weiß ich das gerade nicht. Ich sehe nur einfach diese Männer, was auch immer hier hängen. Nicht schön. Überhaupt nicht schön. Ich überlege gerade, ja. Nur, dass ihr es wisst, mein Controller vibriert die ganze Zeit und gibt mir dabei noch ein unsichereres Gefühl, als ich sowieso schon habe. Will ich überhaupt in die Lobby gehen? Man könnte das natürlich machen, weil ich, wer weiß, ob da auch noch was ist. Oh. Lass mich los! Tritt drauf! Boah, endlich! Und der hier? Tritt drauf! Geht doch. Schon wieder Muni verballert. Nur weil... Oh, man kann jetzt hier so eine Runde drehen. Nur weil die da immer kommen, ey. Das Schloss klemmt. Und das auch. Also man kann gar nicht mehr raus. Oh, eine Ampulle. Die habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ein Rollstuhl in einer Grundschule? Ja, anscheinend. Aber immerhin habe ich noch was gefunden. Ich wusste gar nicht, dass es hier jetzt diese Ampullen gibt. Habe ich ganz vergessen. Dann geh mal wieder raus. Okay, bisschen verwirrend gerade. Wo gehe ich jetzt am besten lang? Ein Stockwerk höher will ich nicht. Ich werde wohl hier jetzt nochmal reingehen und speichern, einfach weil ich jetzt gerade wieder weitergekämpft habe und weil wenn ich jetzt weiterlaufe und dann in 2 Minuten oder was weiß ich wann einen Cut mache, das ist ja unnötig, sag ich mal. Also
bleibe ich jetzt einfach mal hier, speichere und wir sehen uns dann im nächsten Part, weil das passt ganz gut. Dann habe ich hier zuletzt gespeichert und vibriere ich eigentlich, weil es ihm so scheiße geht. Okay, es geht ihm scheiße. Ja, okay, alles klar. Gut, ich brauche viel Munition für eine Menge Monster, die jetzt hier auf einmal sind. Das ist nicht gut. Vor allem, wenn immer zwei auf einmal kommen, habe ich echt ein Problemchen. Aber okay, sehen wir uns im nächsten Part in dieser andersartigen Schule, die sie jetzt geworden ist. Ich meine, sie war vorher auch schon gruselig, aber jetzt ist sie richtig schlimm. Bis zum nächsten Mal, bis dann.